Moin moin und heidi ho ihr Lieben, hier ist wieder die Mathilde mit der Okkupation von Heinrichs Kanal und Edna bricht aus. Letzte Folge, wir haben es geschafft aus der Gummizelle rauszukommen, sind jetzt hier im Lüftungsschacht und da wollen wir mal gucken, wie es hier weitergeht. Was macht denn der Ventilator? Die kommt als Trophäe über meinen Kamin. Hehehehe. Nicht. Oh. Bereust du jetzt, mir den Weg versperrt zu haben? Dein Schweigen sagt mehr als 1000 Worte. Gut, dann kriech mal hier mal lang. Uhuhuhu. Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcell? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her, und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur ihren Widerstand. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcell vertuscht etwas. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Okay, so viel dazu. Scheint ja eine fiese Verschwörung im Gange zu sein. Was man hier irgendwie noch sagen kann, ich finde hier dieses Skelett, das man sieht, irgendwie ziemlich geil mit dem Löffel. Scheint so, als ob hier jemand versucht hat, sich rauszubuddeln. Gucken wir nochmal zum Gitter. Ob man da noch was sieht, hört. Okay. Das Büro ist leer. Dr. Marcell und Hulgur sind gegangen. Können wir das Gitter irgendwie öffnen mit unserem Stuhlbein? Das Gitter ist unbeeindruckt. Unsere Fußnägel? Dr. Marcell und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Sehr schön. Langsam werde ich richtig gut darin. Gut, dann schauen wir uns doch erstmal das Büro an. So, was mir schon mal auffällt, hier ist ein Kugelschreiber. Den will ich haben. Hehe. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcell drauf. Ah. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Okay. Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcells Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Ein altes Foto mit einem spielenden Jungen darauf. Ich glaube, den kenne ich irgendwoher. Ein gerahmter Zeitungsartikel über dem Kamin? Das scheint wichtig zu sein. Was ist denn das? Oh. Das ist doch mein Vater auf dem Foto. In diesem Artikel steht, dass mein Vater ein Mörder ist. Das ist eine ungeheuerliche Lüge. So, was steht denn hier? In den frühen Morgenstunden stellte sich der 41-jährige Mathis Konrad den Behörden. Obwohl er sein Vergehen, dem Mord an einem 8-jährigen Kind, dessen Namen zum Schutz der Familie nicht genannt werden soll, bereitwillig gestanden hat, erwartet ihn höchstwahrscheinlich die Höchststrafe, in diesem Fall der Tod. Ein Motiv wollte der Täter nicht angeben. Der alleinerziehende Vater hinterlässt eine Tochter Edna, die der Hauptput von Dr. Horatio Marcell, dem Leiter der hiesigen Psychiatrie. Oh, okay. Ein 8-jähriger Junge. Ich habe so eine, Nichtraucher im Streichelzoo vermisst. Okay. Ich habe so eine Idee, wer das sein könnte, aber gut.
Bussi Bär auf Server. Auch ein netter Name. Oh, guck mal, ein Poloschläger. Ein Meisterstück. Den können wir doch bestimmt klauen. Ein Poloschläger. Oh, hier ist noch ein Lexikon. Oh! Lexikon, das. Lexikons, Plural Lexika, auch Lexiken. Alphabetisch geordnetes allgemeines Nachschlagewerk. Siehe auch Wörterbuch. So? Ach ja, wir müssen ja noch mit einem reden, was wir kriegen. Hallo? Hallo? So ein großer Wortschatz und doch so still. Toll. Was erzählt der Kugelschreiber? Na, Kugelschreiber, wie geht es so? Prima! Ich fühle mich kugelwohl. Heißt es nicht Pudelwohl? Na, hör mal, ich bin doch kein Pudelschreiber. Aha. So was. Aha. Was für ein Wortwitz. Es ist zu früh, um das Kriegsbeil zu begraben. Okay. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Das können wir bestimmt irgendwann nochmal gebrauchen. Reden wir mal mit du dem Du hältst Doktor. Dich wohl für etwas Besonderes, hä? Huh? In der Tat. Ich trage die Unterschrift eines der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Hallo, ihr Kleinen. Hier ist eure Mama. Oh nein, Frank, schon wieder eine Verehrerin. Ja, Harry, es ist immer dasselbe mit Gaffern. So, aber wir wollen ja hier ein bisschen Randale schieben. Hehe. Kann man es noch irgendwo benutzen? Foto? Nein, niemand hat das Recht, Erinnerungen zu zerstören. Oh, da. Und was ist mit Erinnerung einen Bart malen? Nein. Kann man den Schrank vielleicht noch anmalen? Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Nein, ich will mir nicht den Ausblick ruinieren. Oh, das Fenster können wir vielleicht einschlagen. Oh. Mist. Schreibtisch? Oh, das gefällt mir. Kann man nicht das auch noch hier mitmachen? Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Also, das ist das Schöne bei Edna. Man kann wirklich ganz viel randalieren. Ich mag es. Darauf hat schon wir unterschrieben. Na gut. Gehen wir erstmal weiter. Ich habe nämlich den Eindruck, dass es nicht gut ist, wenn wir hier zur Tür rausgehen. Aber wir haben ja jetzt hier ein bisschen Chaos im Dings gemacht. Gehen wir aber zum Rohr. Gucken wir mal weiter. Oh, ein Gitter. Die Freiheit. Von unbarmherzigen Lamellen eines weiteren Gitters zerschnitten. Kriegen wir das denn auf? Freiheit! Freiheit! Hat da jemand zu viel Braveheart geguckt, oder was? Edna was here. Freiheit! Und? Gitter, das. Gitters? Gitterbettchen? Fenster? Gittern? Selten? Ich gittere. Vergleiche R22. Okay, gut. Also hier kommen wir schon mal nicht so wahnsinnig viel weiter. Das heißt, wir müssen tatsächlich hier irgendwie weiterkommen. Gehen wir mal doch zur Tür. Huch! Wenn das nicht das Fräulein Edna ist, wie bist du aus der Zelle gekommen? Ja. Mein Stoffhase hat mich in die Vergangenheit getempomorpht. Dort habe ich gelernt, meine Superfußnägel als Multiwerkzeug einzusetzen. Du warst schon immer sehr kreativ. Jo. Ein Jammer, dass davon nicht viel übrig sein wird. Wenn Dr. Marcells Therapie endlich anschlägt. Los jetzt! Ich sperre dich zurück in deine Zelle! Nee! Ha! Niemals! Es ist noch nicht zu spät, Freunde zu werden. Wir sind nicht deine Feinde, Edna. Doch. Hört ihr dann auf, meine Erinnerung zu löschen und mein Ego zu zerstören? Oh, nein.
Das wohl nicht. Super, Freunde. Was ist? Kommst du jetzt? Ha! Niemals! Genau! Du kannst dich nicht ewig hinter dem Schreibtisch verstecken. Wir werden sehen. Kann ich dem hier vielleicht mit dem... Das hat sogar geklappt. können wir Hulko irgendwie nehmen? Ja, ich sollte ihn verschwinden lassen. Aber wohin mit ihm? In den Schrank. Der Schrank. So. Vielleicht können wir Stuhli Stuhlbein benutzen. Je kaputter das Stuhlbein, desto kaputter die Idee. Kann man das hier nicht irgendwie... Ich bin nicht hier, um aufzuräumen. Okay, ich hätte jetzt eigentlich... Lieber das noch blockiert, aber gut, dann gehen wir einfach so. Was soll's. So. Ich kann etwa 40 Liter Himmel sehen. Oh, wir sollten unbedingt die Tür versperren. Eine besonders rankige Ranunkel. Ups. Hoppla. Absicht. Psst. Ohne die Pflanze wirkt diese Säule deplatziert. So, jetzt nehmen wir die. Die könnte ich maximal wenige Meter weit schleppen. Ja, vor die Tür. Ah, nee, ich möchte die eigentlich vor der anderen Tür haben. Reden wir mal mit der Pflanze. Es tut mir leid. Ha! Wer's glaubt? Gehen wir mal zum Flur. Okay, da gehen wir mal nicht lang. Dann gehen wir mal da rein. Da haben wir ein hier schönes Unlichtschalter. Da komme ich nicht ran. Chemie fand ich sowieso immer blöd. Mit Ausnahme der Explosion. Ich lese es später. Ah, den will ich mitnehmen. Wir haben einen Comic. Oh. Schmeckt nach Ananas. Vielleicht habe ich mein Gedächtnis verloren, aber daran, wie wenig ich Alf mochte, kann ich mich noch genau erinnern. Ich habe Alf tatsächlich nie so häufig geguckt, wie sieht's bei euch aus? Du bist zum Kotzen, Alf. Null Problemo. Haha, ha, ich lach mich tot. Hallo, Mixer. Okay. Geht nicht. Die Kegel sind nicht vollzählig. Hulgur? Bist du das? Keine Reaktion. Ich war mir so sicher. Können wir die nehmen? Die schleppe ich bestimmt nicht mit mir herum. Geht nicht. Die sind un... Kegel wollen in der Regel unter sich bleiben. Na gut. Gehen wir... Achso, wir haben noch gar nicht mit dem Comic geredet. Fällt mir ein. Auf, Captain Unbrauchbar! Beschütze uns vor dem kleineren Übel! Gehen wir mal zum Fenster. Ah! Ich muss sagen, der Minigolf-verrückte Typ hat anscheinend die Wahrheit gesagt. Oh. Wow. Wie es aussieht, habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Sieht aber nett aus. Na, die Antenne sieht ja super aus. Der kann man bestimmt sieht Blödsinn aus wie machen. Eine Eistänzerin mit gebrochenem Bein. Also, Frau Antenne, kommen wir zurück auf diese elektromagnetischen Wellen, von denen Sie sprachen. Befinden Sie sich gerade in diesem Raum? Können Sie mit ihnen kommunizieren? Sie sind da! Ich schwöre es Ihnen! Gleichzeitig ganz in der Nähe. Sehen Sie nun einen weiteren spannenden Beitrag über Menschen mit großen... Was zum Kuckuck? Nicht schon wieder. Warum haben wir hier auch kein Kabelfernsehen? Ach, was soll's. Oh, muss mit ich halt wieder die bekloppten Show gucken. Mit dem werden wir doch viel Spaß haben.
So, wo bin ich? Ach, ich bin hier. Ah, guck mal, hier ist das Fenster, wo wir vorhin rausgeguckt haben. Man kann auf jeden Fall jetzt schon sagen, man sieht hier noch so ein paar Stationen, die auf uns zukommen. Zum Beispiel diese Kirche, da werden wir noch hingehen und auch zu den Häusern, die da hinten sind, aber das ist noch in ganz weiter Ferne. Aber man kann ja trotzdem mal so ein bisschen erzählen, ne? Kann man hier irgendwie durchgucken? Das ist der Lüftungsschacht, durch den ich vorhin gekrochen bin. Sagt sie selber. Gehen wir mal weiter rum. Oh, da sind wir ja schon wieder. Okay. Irgendwie muss uns das aber was bringen. Ah, ja. Ich habe eine Idee. Vielleicht werden wir ja so den Typen da, der das Fenster... ja, genau. So, vielleicht werden wir den dadurch los. Hey! Oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Nö. Und zack. Gehen wir mal rein. Dupi dupi, dupi dupi du. Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir noch alle Knochen. Nö. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Feigling, Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Wie lange willst du dann noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe, natürlich. Es gibt nur zwei Wege von diesem Dach. Und einer führt an mir vorbei. Aber glaub mir, der andere ist noch schmerzvoller. So oder so. Du kannst nicht ewig da draußen bleiben. Wieso? Was willst du dagegen tun? Okay. Probieren wir es einfach mal aus. Willst du mich zu Tode langweilen? Da hätte ich gleich einen Vorschlag. Du könntest mir noch etwas über Minigolf erzählen. Schlappnase. Oh, du... Mach's gut. Ich gehe meine Freiheit genießen. Okay, wir müssen ihn irgendwie reizen, dass er da aussteigt. Tiger Woods Jr. blockiert das Fenster. Und er sieht wütend aus. Wie lange willst du da noch warten? Bis ich dich endlich geschnappt habe. Es gibt nur zwei und einer, aber glaubt so oder... Wieso? Willst du tief Luft holen und mich vom Dach pusten? In dem Fall stehen die Chancen 50-50. Was tötet mich zuerst? Der Aufschlag oder dein Mundgeruch? Oh, du... Mach's gut, ich geb... Der ist immer noch da. Wir reden noch mal. Wie lange willst du dann noch warten? Bis ich dich... Es gibt eine... So, das müssen wir ja nicht immer wiederholen, aber gehen wir ja alles noch mal durch. Willst du die Klimaanlage ausstellen? Apropos, du solltest nicht so lange am offenen Fenster stehen. Ein Vogel könnte sich in deiner Hohlbirne einnisten. Oh, du... Mach's gut, ich geb... Okay, eine Möglichkeit noch. Wie lange noch? Willst du... Bis ich... Es gibt aber so... Wieso? Willst du den Telefonjoker nehmen? Du könntest jemanden anrufen, der nicht so eine Memme ist wie du. Ein 5-jähriges Mädchen zum Beispiel. Oh, du... Mach's gut, ich geh meine Freiheit genießen. Okay, wir versuchen jetzt einfach mal, ihm eine runterzuhauen. Das hat ja bei Hugo auch schon probiert. Was hältst du von einem Duell? Na klar, Süße. Komm einfach rüber zu mir ins Fenster. Vergiss es. Was sagt denn Harvey zu dem? Sieh dir diesen Stiesel an, Harvey. Für dich immer noch Junior von Stiesel. Tritt zurück, oder du bekommst mein angespitztes Stuhlbein zu spüren. Ich schaudere, ich schaudere. Also, wenn wir jetzt bei Monkey Island wären, dann, vielleicht können wir das Gitter irgendwie öffnen. Das kriege ich so nicht auf. Ah, ich brauche mein Werkzeug. Sehr gut. Sehen Sie nun die erstaunliche Edna und ihre tanzenden Fußnägel. Es verliert irgendwie seinen Reiz, wenn ich es mache, um irgendwo reinzukommen.
So, aber das Schöne ist, das können wir hier. Und wir haben ja vorhin die Säule vor die Tür gepackt. Das machen wir einfach gleich wieder. Hehehe. Hohohoho. Ja, dann gehen wir doch einfach mal. Nicht so schnell, Süß. Hey! Hab ich dich doch noch erwischt. Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Hm. Und wie bist du da rausgekommen? Marsch, zurück in die Zelle! Willst du meine Antwort hören? Läppisch. Da musst du schon früher aufstehen. Yep. Okay, Houdini. Ich weiß zwar nicht, wie du entkommen konntest, aber eins ist sicher, nochmal wird das nicht vorkommen. Oh doch. Okay, anscheinend hat er trotz der Säule die Tür aufgekriegt. Das heißt, wir müssen irgendwie verhindern, dass der die Tür aufmacht. Die Säule war, glaube ich, nicht schlecht. Ja, genau, wir haben ja dieses wunderschöne Lexikon. Vielleicht können wir mit dem Lexikon und der Säule verhindern, dass er die Tür... Genau. Dass er die Tür... Ja, ist natürlich blöd, wenn die Tür nach innen aufgeht, dann bringt natürlich es nicht, weil wir die Säule da hinstellen. Gut, aber egal, machen wir. Probieren wir aus. Hey! Oh oh, ich verdufte lieber. Warte gefälligst! Ja, Tür geht nach innen auf. Da bringt es natürlich herzlich wenig, wenn wir da eine Säule vorstellen. Was soll das? Komm sofort wieder rein. Du brichst dir doch alle Knochen. Komm doch raus und hol mich. Ja. Nicht doch. Hat unser Minigolf-Profi etwa Höhenangst? Ja, hat Feigling, er. Feigling, Feigling. Ja, lach nur. Aber irgendwann wirst du da runterkommen müssen. Und dann kannst du was erleben. Bla, 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 bla. So, dann machen wir das Ganze nochmal. Diesmal allerdings... mit dem Lexikon. Vielleicht reicht das ja aus. Wir werden es sehen. So, dann benutzen wir die Säule mal wieder. Und dann... Hallo, ich will mein Inventar. Was soll denn der Mist? Ich will mein Inventar. Hallo? Okay, das Spiel scheint gerade ein bisschen zu haken. Das ist ja doof. Oh, guck mal, Erfolge. Aber ich komme nicht mehr in mein Inventar. Was soll denn der Mist? Wieso komme ich nicht in mein Inventar? Nicht so schnell, Süße. Na gut. Hab ich dich doch noch erwischt. Wie kommst du nur dazu, hier frei herumzulaufen? Ja, ja. Wir machen das jetzt mal hier. Schneller Vorlauf, bla bla bla. Okay, ich ab. Okay, aus irgendeinem Grund... Okay, jetzt kommen wir ins Inventar. Gut. Laufen wir die Runde nochmal. Tüdelü. Was doch immer das gerade sollte. Hey! Oh, ich... Ja, ich glaube, zum dritten Mal müssen wir uns dieses ganze Gelaber nicht nochmal anschauen. Nerv. Was soll da kommen? Komm, ja. Nee, ja, weil... Nee, das Inventar funktioniert jetzt wieder nicht. So, jetzt funktioniert das Inventar. Keine Ahnung, was das gerade sollte.
Jetzt lässt sich die Klinke nicht mehr runterdrücken. Was zum... Hey! Ja. Was soll das? Ich bin hier noch drin! Nee. Hallo! Holger! Dr. Marcel! Irgendwer! Ja, sowas haben wir tatsächlich mal in der Schule gebracht, diesen in Häkchen Scherz. Ich glaube, wir haben das tatsächlich damals sehr lange hin und her gezogen, dass wir unseren Lehrer immer raus und reingejagt haben. Unser Klassenzimmer war nämlich im Erdgeschoss. Die Tür oder ein paar Jungs haben die Tür blockiert, der Rest hat auch nichts gemacht. Und in der Zeit, als unser Lehrer auf den Schulhof gegangen ist und durchs Fenster reingeschaut hat, haben die Jungs natürlich dann die Tür wieder entblockiert. Und als er wieder rein ist, wurde sie wieder blockiert. Ich glaube, wir haben das bestimmt 20 Minuten lang oder so gezogen. Das Ende vom Lied war, dass die ganze Klasse nachsitzen musste. Kann ich voll und ganz nachvollziehen. Ja. Es war trotzdem lustig. Ja, so, wir werden jetzt die Treppe runtergehen, beziehungsweise das machen wir in der nächsten Folge. Ich mache mal die Folge nicht so lang. Ich versuche das irgendwie so halbwegs thematisch immer ein bisschen abzugrenzen. Und wir haben jetzt das Dachgeschoss ganz gut abgeschlossen, kommen runter. Und wie es unten weitergeht, das schauen wir uns nächstes Mal an. Gerne kommentieren, liken, abonnieren, wenn ihr es denn noch nicht getan habt. Ansonsten, haut rein, bis zum nächsten Mal, ciao. Und ja, mir ist bewusst, dass es genau die Art und Weise ist, wie der Heinrich euch auch immer Tschüss sagt.